Bei Vitamin-D-Mangel rausgehen? Also ich glaube, rausgehen an sich hilft nicht, aber es hilft wahrscheinlich schon, in die Sonne zu gehen und sich ein bisschen Sonnenlicht abzuholen. Ich denke mal, die Sonne muss stark genug scheinen und wahrscheinlich in den Wintermonaten eher nicht. Ja, ich glaube, ich habe das auch mal gehört, dass man eigentlich eher die Arme frei halten sollte, damit die Sonne da drauf scheint. Also falsch. Die Empfehlung, in den Wintermonaten rauszugehen, bringt nicht allzu viel, da die Haut in Deutschland im Winter wegen zu geringer Sonnenstrahlung kein Vitamin D bilden kann. Nur etwa ab dem Breitengrad Siziliens kann die Vitamin D-Produktion das ganze Jahr garantiert werden. Wenn man also an der frischen Luft Vitamin D sammeln möchte, muss man das im Sommer machen. Da sollte man unbedingt seine Speicher füllen. Es gibt Patienten, die brauchen Licht übers Auge, um auch tatsächlich Botenstoffe auszuschütten, die eine gute Stimmung verursachen. Aber wir wissen auch, dass Vitamin-D-Mangel auf die Stimmung drückt. Also insofern ist die Winterdepression primär eigentlich Ausdruck von einem Vitamin-D-Mangel. Vitamin C stärkt die Abwehrkräfte. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das nimmt. Weil es, glaube ich, viel in Obst drin ist und man bekanntlicher weiß, dass man viel Obst essen muss, um gesund zu bleiben. Ja. Weil die Immunzellen sich gewissermaßen davon ernähren? Falsch. Die vermeintliche Schutzwirkung von vermehrtem Vitamin C gegen Erkältung hat sich bislang nicht nachweisen lassen. Wir haben in jedem Nahrungsmittel signifikante Mengen von Vitamin C. In jeder Salami ist als Antioxidanzmittel Ascorbinsäure, also Vitamin C, enthalten. Insofern ist die Vitamin C-Versorgung ausreichend und wir brauchen auch kein Vitamin C zuführen, zumal Vitamin C nachweislich das Immunsystem auch nicht stärkt. Für die Vitaminaufnahme braucht man Fett. Ich glaube, dass es höchstens für die fettlöslichen Vitamine zählt, nicht für die wasserlöslichen. Ja, ich habe auch schon öfter Karotten mit bisschen Öl drüber gegessen. Habe ich tatsächlich, damit man das besser aufnehmen kann. Ja, ist richtig. Das stimmt. Vitamin A oder D können vom Körper nur mit etwas Fett aufgenommen werden. Aber viele Vitamine brauchen kein Fett, da sie wasserlöslich sind. Natürliche Vitamine sind besser als Präparate. Obst, frisches Gemüse würde ich immer bevorzugen. Weil ich glaube, dass man bei so Präparaten eigentlich dadurch, dass es schon verarbeitet wird, davon ausgehen kann, dass da was verloren geht. Ich glaube, dass Vitaminpillen gezielter die Vitamine, die einzelnen bringen, aber frische Lebensmittel an sich gesünder sind, als irgendwelche getrockneten Tabletten oder Pillen zu nehmen. Falsch. Fakt ist, dass der Körper keinen Unterschied zwischen natürlichen und synthetischen Vitaminen erkennen kann. Der große Unterschied ist, dass man über die Nahrung nicht nur Vitamine, sondern auch eine Vielzahl an Ballaststoffen aufnimmt. Wenn wir auf natürliche Vitamine setzen, verzehren wir nicht nur das Vitamin, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe. Gerade zum Beispiel bei Äpfeln geht es nicht primär um das Vitamin C, es geht zum Beispiel auch um die sekundären Pflanzenstoffe. Oder auch in Tomaten, wo wir eben über Leukopine und andere Pflanzenstoffe Dinge zuführen, die mindestens genauso wichtig sind wie das reine Vitamin. Aber Achtung, bei frischem Obst und Gemüse, sie haben nicht selten eine halbe Weltreise hinter sich und enthalten nach dem langen Transport nicht mehr so viele Nährstoffe. Tiefgefrorenes hat deshalb oft mehr Vitamine, solange es schonend zubereitet wird. Vitamine kann man nicht überdosieren? Oh doch, ich glaube schon. Ich habe nämlich damals mal gehört von einer Freundin, dass sie zu viele Äpfel gegessen hat und dass das nicht gut war. Und deswegen, glaube ich, sollte man nicht zu viele Vitamine essen. Ich habe mal gehört, dass man, wenn man Vitamin C zu viel zu sich nimmt, dass das eigentlich nur ausgeschieden wird. Also es einfach der Körper nimmt sich das, was er braucht. Ich glaube, dass man Vitamine überdosieren kann, ja. Das ist richtig. Es ist eben nicht so, dass der Körper sich das nimmt, was er braucht und den Rest wieder ausscheidet. Sondern eine Überdosierung kann die Organe schädigen. Es gibt auch tatsächlich Überdosierungen von jedem Vitamin. Die Menge macht das Gift. Deswegen immer auf die Dosierung achten. Weiße Nagelflecken deuten auf Vitaminmangel hin. Also meines Erachtens deutet es nicht auf eine Mangelernährung hin, sondern ich glaube, dass das durch Stoßverletzungen im wachsenden Fingernagel kommt. Wenn man weiße Flecken an den Fingernägeln hat, hat man Kalziummangel, ja. Das glaube ich sogar sehr sicher zu wissen. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das sind Lufteinschlüsse im Nagel. Oder? Das ist richtig. Wenn die Fingernägel weiße Flecken haben, liegt es nicht an Mangelerscheinungen oder Kalziummangel. Die eigentlichen Gründe sind eher Maniküreverletzungen, ätzende Spülmittel oder Risse der Nagelplatte. Wir haben mit Vitaminmythen aufgeräumt. Vitaminpräparate können zwar eine gesunde Ernährung unterstützen, sie aber nicht ersetzen. Kommen Sie gesund durch den Winter!